Naja, das habe ich ja vorgegeben. Das hat ja keine besonderen Vorteile. Dir noch was bereden? Also Berndrich. Die Ruine wartet auf euch. Ihr solltet jetzt gehen. Ja, lebt wohl, Berndrich. Die Ruine wartet auf euch. Bin ja schon weg. Ja, noch mal bei Bredo vorbeigucken. Na, brauchst du noch? Du hast nichts mehr Besonderes, nur den Geweihhelm. Ich glaube, den haben wir dir sogar verkauft. Ja. So, und sobald wir über diese Brücke gehen, verlassen wir die Blutberge und gehen zurück ins Fürstentum Korsch. Hast du uns noch was zu sagen, Jasmin? Na, schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Ja. Wir verlassen diesen Wald. Die restlichen Drachenkultisten überlassen wir den Bandstrahlern und den Hexen. Ja, möchtest du Blutberge endgültig verlassen? Du wirst anschließend nicht mehr hierher zurückkehren können. Jo. Moorbrücker Sümpfe, Blutberge, Avestreu. Zurück auf den Piusplatz, damit wir gleich zur Kirche können. So, ich denke mal, unsere Waffen können wir wieder wegstecken. Ja, das hatte es in Moorburg. Oh, Zunderschwamm. Nehmen wir den mal noch mit. So, dann gehen wir die Quest ab und holen uns gleich die nächste.
Und das ist genau das, was ich nicht erleben wollte. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Und ich weiß nicht, wo unser letzter Save ist. Okay. Nicht so schön. Unser letzter Safe ist eine Dreiviertelstunde her. Das war also genau dann, als wir das Buch genommen haben. Das heißt, wir haben jetzt einen Haufen Zeit verloren. Gottes Willen. Gut, das Buch können wir immer noch nicht lesen. Gut. Ich bin gerade sehr deprimiert. Also, ihr solltet mein Gesicht gerade nicht sehen. Okay. Die Aufnahmesession ist demnächst zu Ende. Also werde ich hier ein Stück weit nochmal alles machen. Den Rest werde ich offscreen machen und dann werden wir uns wahrscheinlich dort wiedersehen. Wo gerade das Alles Spiel klar. abgestürzt ist. Also vor dem Tempel. Spielen. Ich versuche mein Bestes. Ja. Ich glaube, am Inhalt der Truhen und Fässer wird sich nichts geändert haben. Doof ist das trotzdem. Tja, kann man nichts machen. Bugs sind immer etwas ärgerlich. Aber damit ist zu rechnen. Vor allem, ich spiele hier ja noch die CD-Version, die Gold-Edition, glaube ich.
hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt aber gerade auch nicht, ob es die... Doch, müsste die Goldedition sein, weil sonst wäre Kapitän Dielbrack nicht im Ugdan-Hafen, im Hafenviertel zu finden. Das bin ich, die Sektion. Also ja, bis zur nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall dieses Gebiet hier wieder abschließen und dass wir es dann in Aventurien am Hafen, am Paiosplatz vor dem Hesinde-Tempel wiedersehen. Hier hatte ich ja, glaube ich, alles schon. Ja, hier gab es, glaube ich, gar nichts. Ab hier konnte es Zeug geben. Also hier nix. Also ja, bis zu Josts Zelle nichts mehr. Nein, den kann man leider nicht häuten, das wär's gewesen. Ja. Ja, Hela Einbeersaft und Seife, das heißt, da hat sich nicht wirklich viel geändert. Das Fass können wir nicht mehr zerschlagen, nur das hier. Noch. Falle entschärfen. Dumm. Alles klar. Bringen wir wenigstens gemeinsam noch den einen Patrouillierenden um. Stimmt, die Sandalen waren hier drin. Ja, jetzt müssen wir erstmal Jost wieder hier rausholen. Dann das mit dem... Ah ja, hier die Fässer. Lass das mal Vorgrim machen. Ja, Vorgrim hat nicht so viele Schleifsteine. Genau dich wollen wir noch boxen. So, Verbände zu ihr. Falle noch entschärfen. So, und dann werde ich hier speichern als LP20. Und den Cut machen. Und wenn wir uns dann wiedersehen, sind wir wieder in Ferdok am Paiosplatz. Also, bis dann.